Herzlich willkommen. Tauchen Sie ein in die geheimnisvolle Welt Venedigs, die Metropole der Liebe. Wochenende Liebesorakel am 29., 30. und 31. Dezember 2017. Freitag, Samstag, Sonntag. Und da sind die Karten. Freitag, Samstag und Sonntag. Diese Karte beschreibt eure Situation am Freitag. Ihr studiert etwas. Es kann eine Prüfung sein oder eine Vorlesung oder besucht ihr eine Bibliothek oder lernt ihr etwas. Habt ihr eine Prüfung, kann aber auch bedeuten, dass das Schicksal euch gerade in eine Prüfung stellt und ihr lernt ganz viel momentan von dieser Situation, das Lernen für das Leben. Wie reagiert euren Wunschpartner oder Partner? Und das ist seine Karte natürlich, wenn es um Damen handelt. Er ist sehr nachdenklich, sehr romantisch. Er hat seine Sehnsüchte, seine Träume, aber ist ziemlich unbeweglich. Das ist alles in Gedanken, in Fantasie, was er hier ausmalt. Das kann auch schöne Erinnerungen sein, aber das sind in seinen Gedanken sehr romantisch alles. Samstag, das ist hier eure Karte. Samstag werdet ihr etwas enthüllen. Ihr erkennt die Wahrheit. Ihr seid unbeweglich und wartet, bis die Ereignisse kommen, bis etwas in Bewegung kommt. Aber ihr seid auch sehr selbstsicher und ihr werdet ganz kluge Entscheidungen treffen. Was wichtig ist, dass ihr die Wahrheit erkennt. Der Partner oder Partnerin oder Wunschpartner, Wunschpartnerin, das ist die Karte, was die Partner, Wunschpartner betrifft. Er hat diese Sehnsüchte. Er sucht Möglichkeiten. Die Möglichkeiten sind aber draußen. Was macht er? Hier ist eine Dame abgebildet, aber jetzt handelt es sich um euren Partner oder Wunschpartner. Er schaut da weg. Er sieht nicht die Möglichkeiten, sondern er hält etwas fest. Und dieses Festhalten, das kann auch seinen Gefühlen sein, wie Angst oder Zweifel. Er hält da fest. Es ist die Leidenschaft, es ist die Begeisterung, es sind die Sehnsüchte, aber dieses Festhalten macht unbeweglich. Wie ist die Energie am Sonntag? Das ist eure Karte hier. Seid von euch selbst überzeugt. Seid ihr selbstbewusst. Stellt euch in die Mitte, dass jeder euch wahrnehmen kann. Ihr müsst nicht auf anderen zugehen. Überhaupt nicht. Das ist die Warteposition. Aber lauft ihr nicht davon, seid auch nicht verzweifelt, sondern ihr braucht diese Stärke, dieses Selbstbewusstsein, diese Haltung, jetzt bin ich hier und ich stelle mich in die Mitte und ich werde jetzt wahrgenommen. Und diese Haltung hilft euch. Was kommt entgegen von Partner oder Wunschpartner? Es kommt zu Harmonie. Er wird es ausgleichen und kommt entgegen. Es ist eine schöne, harmonische Entgegenkommen oder Begegnung. Ich habe noch eine Karte als Überraschung und das sind die Süßigkeiten. Und diese Süßigkeiten haben eine Botschaft.
Und die heutige Botschaft ist, beziehungsweise die Botschaft für die Wochenende, etwas Neues wagen. Das kann in die Liebe sein, das kann bei diesem Treffen sein, kann aber auch die beruflichen Situation betreffend sein. Etwas, was ihr vorhabt, was ganz Neues, wagt ihr das, seid ihr mutig, zeigt ihr Stärke. Und das war mein wochenende Liebesorakel. Was ich noch erwähnen möchte, das sind die Beratungen. Was schnell geht, das sind die Blitzberatungen. Das funktioniert per E-Mail. Ihr schreibt mir ein E-Mail, beschreibt eure Lebenssituation. Ihr könnt es auch ausführlich schreiben. Ich nehme gerne die Zeit dafür. Und ich beantworte diese E-Mails blitzschnell. Mein Honorar beträgt pro Frage 10 Euro. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Dann gibt es die 3-in-1-Beratung. Es ist eine Videoberatung, selbstverständlich anonym. Nach Wunsch kann ich die Videos sogar so anfertigen, dass ihr bekommt die Zugangsdaten und außer euch kann niemand sehen. Und diese 3-in-1-Beratung geht um 3 Stufen. In erster Stufe beantworte ich die Frage. In zweiter Stufe kommt die Zeitangabe und beschreibe, was ist zum Erwarten in den kommenden Tagen. Und in dritter Stufe kommt auch eine Zeitangabe und ich erkläre, was erwartet euch in den kommenden 12 Monaten. Eine Art Jahreslegung. Und diese Art von Beratung 3 in 1 beträgt mein Honorar insgesamt 50 Euro. Ihr könnt es per E-Mail buchen. 3in1@denderasusannamedici.com. Die dritte Beratung sind die Wünsch-dir-was-Beratung. Es geht auch um 3 Schritte und es ist auch Videoberatung. Im ersten Schritt klären wir, ob dieser Wunsch realistisch ist, ist es erreichbar, was könnt ihr dafür tun. Und im zweiten Schritt beschreibe ich die Zeit. Wann trifft das ein? Dazu benötige ich auch euren Geburtsdatum mit Uhrzeit und Geburtsort, weil dann schaue ich das auch astrologisch an. In dritter Stufe gebe ich 4 Ratschläge, damit ihr schneller ins Ziel kommt. Und diese Art von Beratung beträgt mein Honorar auch 50 Euro und ihr könnt es auch per E-Mail buchen. Wünscht ihr was? @denderasusannamedici.com. Und nicht vergessen, ein guter Rat ist immer Gold wert. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.